Herzlich willkommen an alle zu unserem neuen Format, den Friedrich & Weick Short Up zum Kapitalmarkt mit meiner Wenigkeit. Viele kennen mich ja bereits aus persönlichen Telefonaten. Zu meiner Person Vertriebsdirektor Florian Müller, 33 Jahre alt und von Haus aus Diplomkaufmann. Dann möchte ich nicht länger warten und fange an mit der Agenda für heute. Ja, wir haben das Short-Up so aufgebaut. Einerseits, was bewegt die Politik? Da werde ich ein bisschen auf Donald Trump und die Zölle eingehen. Im Anschluss, was bewegt die Wirtschaft? Da ein interessantes Thema, die Fortschreitung der Digitalisierung. Und last but not least, was bewegt den Fonds? Was war 2017 ausschlaggebend für das Ergebnis bzw. die Performance des Fonds? Und ich wage noch einen kleinen Ausblick, was dieses Jahr noch so ansteht. Derzeit, wie in allen Medien berichtet, der Handelskrieg zwischen China und den USA, der immer mehr medial aufgebauscht wird, gegenseitig auch die beiden Protagonisten da sich immer mehr an Eskalationsstufen voranschreiten. Wir sehen hier natürlich auch ein hohes Risiko für militärische Konflikte. Einerseits, weil das nationale Sicherheitssystem, das sogenannte National Defense, derzeit aus den kriegerischsten Personen besteht. Einerseits John Bolton, der damals gesagt hat, zerbombt den Iran. Andererseits Mike Pompeo und die neue Kandidatin auch in der National Defense, Gina Haspel, ehemalige CIA-Chefin aus Thailand, im Gefängnis dort für Amerika tätig, die dort auch verantwortlich war für die Foltermethoden. Ja, die USA verfolgen trotz globaler Kritik ihren Kurs. Das beruht daher, dass natürlich weiterhin die Unberechenbarkeit von Donald Trump im Fokus steht. Andererseits haben wir ja derzeit auch dieses Russland-Bashing. Russland wird ja auch immer mehr ins Fadenkreuz mit dem Giftgasattentat in Großbritannien daher gezogen. Und wir sehen gerade die geopolitischen Konflikte nehmen zu. Auch jetzt mit Syrien war ja auch vorletzten Freitag die ersten Bomben, die von Trump dorthin geordert worden sind. Thema Strafzölle. Um das mal ein bisschen näher zu betrachten. Wir haben derzeit 25% Strafzoll auf US-Schweinefleisch nach China und 15% auf Stahlrohre, Früchte und Wein. China bezahlt zudem auf Rohmaterial massive staatliche Subventionen, insbesondere bei chinesischen Privatfirmen, welche zum Teil extrem höher sind als die festgesetzten 9,92% Einfuhrzoll. Das ist auch relativ interessant, dass da mittlerweile auch die Sanktionen ausgehändigt worden sind mit derzeit 100 Milliarden US-Dollar. Und wir sehen hier weiterhin die propagandistische bzw. die kriegerische Art der USA gegenüber China bzw. jetzt auch Russland und den Syrien-Konflikt. Nächster Punkt auf der Agenda, was bewegt die Wirtschaft? Da habe ich mich mal ein bisschen ausführlicher mit dem Thema, das natürlich auch mittlerweile sehr umhergreift, die Fortschreitung der Digitalisierung. Da hatte ich eine interessante Studie gefunden von dem Institut für Arbeitsmarktforschung. Die möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Kann ich Ihnen gleich mal erklären. Hier sehen Sie eine Abbildung. 1. Die Substituierbarkeit von Berufen nach dem Anforderungsniveau. Einerseits sehen Sie hier recht deutlich die graue Linie, die Auswertung von 2013 und die dunkelblaue Linie von 2016. Was hier eindeutig zu erkennen ist, wir haben hier eine extreme Zunahme der Substituierbarkeit. Da möchte ich näher darauf eingehen, was ist überhaupt Substituierbarkeit? Das ist der Anteil von Tätigkeiten, die potenziell derzeit schon nach dem Stand der Technik von heute durch Computer oder computerähnliche Programme sowie Algorithmen und Roboter erledigt werden können. Und wir sehen hier gerade in den Helferberufen einen enormen Anstieg von 12
Prozentpunkten von 46 auf 58 nur innerhalb von nur 3 Jahren, von 2013 auf 2016. Bei den Fachkräfteberufen haben wir auch noch eine deutliche Steigerung. Und wir sehen hier ganz deutlich, je höher der Individualisierungsgrad bzw. die Expertise, umso deutlicher nimmt und umso weniger kann natürlich dieser Beruf dann substituiert werden. Das heißt, speziell auch im Helferberufen und bei Fachkraftberufen sehen wir hier zukünftig natürlich eine deutliche Gefahr, dass Arbeitsplätze verloren gehen, in dem Sinn, dass sie outgesourced werden können durch diese Digitalisierungseffekte und Verdrängungseffekte. Dann die nächste interessante Studie, auf welche Bereiche bezieht sich das, beziehungsweise welche Berufssegmente sind darüber hinaus durch Substituierbarkeitspotenziale gefährdet. Gerade im Verkehrs- und Logistikbereich, wie man hier sehr schön sehen kann, haben wir hier einen enormen Anstieg gesehen von 36 auf 56%. Stichwort autonomes Fahren etc. Google ist ja schon dabei, beziehungsweise testet ja schon in Kalifornien diese Methoden des autonomen Fahrens. Und gerade dieser Part ist ja der Wirtschaftsmotor von Deutschland, die Automobilbranche. Und sollten wir hier den Anschluss verpassen, sehen wir hier natürlich auch dramatische Verwerfungen auch hinsichtlich der Arbeitsmarktsituation, weil natürlich viele indirekt bzw. direkt mit der Automobilbranche zu tun haben bzw. darin beschäftigt sind als Arbeitnehmer. Ein weiterer Bereich sind die unternehmensbezogenen Dienstleistungsberufe mit einem Anstieg von 19%, Reinigungs- und Handelsberufe auch noch einen deutlichen Anstieg. Und das sozusagen zum Digitalisierungseffekt. Und jetzt als Conclusio will ich noch kurz was zu dem Fonds sagen, da ich natürlich auch immer in privaten Gesprächen viel darauf angesprochen wird, dass der Fonds so, sag ich mal, leicht im Minus geschlossen hatte letztes Jahr. Das möchte ich jetzt mal ein bisschen näher ins rechte Licht drücken. Dazu habe ich auch eine interessante Grafik gebastelt, die natürlich auch einerseits den Kursverlauf des Friedrich & Waage Fonds im Jahr 2017 sehr schön aufzeigt mit der blauen Linie, die Sie hier sehen. Und das sehen wir eindeutig, dass der Friedrich & Waage Fonds sehr wenig Schwankungsintensität hatte. Das ist natürlich das, was wir prophezeit haben, beziehungsweise in unserem, in unserer Vereinbarung eigentlich, was wir wollten. Und jetzt im Vergleich habe ich zwei andere Charts Ihnen aufzeigen wollen, und zwar einerseits der lilane Kursverlauf, das ist der Goldminenindex, der, wie man sieht, im Jahr 2017 von seinem Peak bei 117 Punkte stark verloren hatte auf knapp 85 Punkte, also knapp einen Einbruch von 30%. Das ist natürlich dann, da wir auch keinen unerheblichen Part an Goldminenaktien bzw. Reinminenaktien im Fonds haben, konnte der Fonds das natürlich nicht antizipieren, bzw. wir sind dadurch leicht ins Minus gerutscht. Im Gegenzug, der grüne Chart zeigt den Goldpreisverlauf. Wir sehen hier auch, dass der deutlich mehr schwankt als der Fonds und letztendlich im Jahr 2017 fast identisch abgeschlossen hat wie der F&W-Fonds. Für 2018 bis dato haben wir jetzt gesehen, haben wir die Tiefsohle erreicht bei 93,30. Beim Kurs sind wir aber jetzt wieder deutlich nach oben gegangen. Und hier sehen wir auch die Chance, dass speziell bei dem Goldminenpart, der extrem in Mitleidenschaft gezogen worden ist, zukünftig ein deutliches Potenzial nach oben besteht, aufgrund dessen, dass, wie ich vorhin aufgezeigt habe, die geopolitischen Konflikte ja zunehmend wirrer werden, beziehungsweise die Unberechenbarkeit zunimmt, das natürlich auch dem Markt nicht so gefällt. Das, was ich vorhin angedeutet habe, die Volatilität steigt. Wir haben es gesehen, aufgrund der geopolitischen Eskalation sehen wir hier seit Anfang des Jahres eine deutliche Zunahme. Speziell hier habe ich rausgesucht den S&P 500, ja, die 500 größten amerikanischen Unternehmen umfasst. Und ja, dies sollte auch nach unserem Ermessensstand in 2018 so weitergehen. Wir nehmen an, dass die Volatilität weiterhin bestehen bleibt
und aufgrund dessen wir natürlich antizyklisch auch gute Chancen sind, aufgrund der noch vorhandenen Cash-Position da nach Schnäppchen bzw. nach guten Gelegenheiten greifen können, um den Fonds langsam zu füllen. Die Stammdaten noch kurz, kann ich Ihnen auch aufzeigen, die R-Tranche und die I-Tranche im Fonds, die R für Privatkunden, derzeit Vorvolumen, aktuell sind wir bei knapp 11 Millionen, das heißt, es geht jetzt peu à peu voran. Die institutionelle Tranche, derzeit auch für Privatkunden geöffnet, ab 100.000 Euro mit 0% Aufschlag. Chancen und Risiken darf ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Einerseits die Chancen sehen wir natürlich langfristig, dass die Substanz bzw. immer weiter nach Sachwerten gefragt werden, weil viele Leute jetzt dann doch aufgeklärt werden, in dem Sinne, dass die Papierversprechungen im Endeffekt doch nur Forderungen sind, die teilweise oder gänzlich ausfallen können. Risiken haben wir weiterhin bestehen im Sinne der Schwankungsanfälligkeit, wobei die natürlich im Fonds durch die breite Diversifikation auch deutlich abnehmend sind. Ja, noch kurzer Blick auf den Disclaimer. Ja, somit möchte ich an dieser Stelle auch das Short-Up beenden. Wir werden natürlich weiterhin dieses Short-Up im regelmäßigen Turnus beibehalten, alle 6 bis 8 Wochen. Zusätzlich, die Online-Konferenzen werden auch noch stattfinden. Das heißt, die Vermögensverwalter werden natürlich im Rahmen des Fondsmanager-Dialogs weiterhin zukünftig dann auch noch bezüglich der Allokation des Portfolios berichten und dort direkten Einblick geben hinter ihre Arbeit. Ansonsten möchte ich mich bedanken, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag hier aus dem sonnigen Wiesbaden und bis bald.